Dann ist das der Schaden einer leichten Rotze auf Jeffords blutige Herz. Der Schaden einer leichten Rotze, wenn du auf Rumpf oder Takelage Besatzung schießen willst, ist das 1W6 plus 4. Rumpfschaden. Wie sieht es mit Reichweite aus? Da wir auf Maximalreichweite schießen, macht das nichts. Auf 500 Schritt. Dann würden wir aber minus 2 Schaden machen, oder? Ja, also das hat Frosty aber schon angerechnet. Ach so. Die werden dann auf diese Entfernung, werden die verschossen. So, perfekt. Dann siehst du, wie wohl irgendein Teil von der vorderen Galionsfigur weggeschossen wird. Und ja, sonst passiert nichts weiter. Das Schiff ist voll bewegungsfähig. Dann darf Eldan den nächsten Schuss ansetzen und du darfst mir noch sagen, welches der vier Schiffe geschossen wird. Vielleicht hast du ja zugehört, was der Kapitän gesagt hat. Ja, ich würde auf die Hammerhai schießen. Auf die Hammerhai. Hast du also auch schön Ein zugehört. 2W20. Dann 1W20 mit der leichten Rotze. Dann haben wir die leichten Rotzen weg. 4, das getroffen und du darfst ja, wahrscheinlich Rumpfschaden. 1W6 plus 4. Na, warte. Bin gespannt, wann der erste zugehört hat. Gut, dann da ist auf alle Fälle mehr passiert. Du kannst sehen, wie der erste obere Mast bricht. Das ist wohl das Focksegel, was da weggeschossen wird und ein Teil des Segels trudelt dann ins Wasser. Kiaras. Ja, es wird natürlich auf den Stern von Tisal geschossen. Ah, okay. Das ist dann die schwere Rotze, die in der Mitte steht, ne? Nein, das ist die rechte. Sorry, sorry, nein, nein, nein. Bin doof, weiter. Also, wir gehen von hier links, also unten, dann da. Achso, warte mal, Moment. Ne, dann nehmen wir die Exzellenz und Chuchu, die steht dann nämlich noch darunter. Ist auch eine leichte. Ich hab die beiden mittleren Die nach kann ja oben. nicht nach rechts schießen, nicht wahr? Oder kann die sterben? Prinzipiell kann sie die nicht, aber du kannst ja sonst auch die Regentin Skylla verteilen. Du wolltest auf alle Fälle die Teasal schießen, dann kannst du die Teasal benutzen. Dann schießt du mit der nach rechts ausgerichteten Rotze, der Regentin Skylla Futaj, schießt du auf die Stern von Teasal. 1W20, 15 trifft und dann 1W6 plus 4. Dann nach Kiaras kommt Ömer. Da kriegst du die schwere Rotze. Ja, immer zeigt auf die Stern von Tisal und sagt, da, das Schiff, befeuert es! Jetzt! Feuer frei! Ah, zugehört, alles klar. Was wie viel sagtest du? Du hast nicht getroffen, ist egal. Ich hab nur eins gewürfelt. Ich hab nur eins gewürfelt. Ach so, Aber ach, das immer hat wohl Bestätigung irgendwie. Ach, das ist eine immer hat Bestätigung, okay. wohl irgendwie dem Teil der Mannschaft ein bisschen mit den Händen gefummelt, währenddessen der gleich sich auf die Sterne von Teaser gezeigt hat. Und mal schauen, was jetzt so passiert, wenn man unfähige Leute ans Werk lässt. Ja, ich sagte 1W6 plus 4 für die leichte, okay, das ist Bestätigung, aber nicht bestätigt, also einfach nur getroffen. Und die schwere Rotze muss ich noch einschießen, die ist normalerweise auf andere Ziele geeicht, die kann nämlich bis, ja, hat die höchste Reichweite. Das Schiff bewegt sich einfach zu schnell, aber gut, die anderen bewegen sich eben. Los, schneller nachladen, nachladen, nachladen! Ömer hat keine Ahnung, wie das geht, aber er weiß, dass die anderen das auch schreien. Jalan! Habe ich eine oder zwei? Entweder kannst du auf der linken Seite kannst du noch eins beschießen oder du kannst dann oben dir die mittlere Rotze schnappen, die noch keinen Namen hat. Das würde auch gehen. Dann schnappe ich mir die beiden mittleren Rotzen. Eine. Die. Okay. Dann nehmen wir eine. Stern von Tisa. Feuer frei. Stern von Tisa. W15. Die macht TP Strukturschaden 1W6 plus 5. Sind wir 9, abzüglich Entfernung sind wir bei. Die macht 1W6 plus 7, weil wir Eisenkugeln verschießen. Also plus 5, ja, bist du richtig. Gut. Erzähl, was Aber ich. passiert? Die Rotzenkugel wird losgeschossen, trifft knapp oberhalb des Rumpfes auf das Schiff und nimmt einen der beiden Masten ab. Auch da die Bewegungsfähigkeit, vor allem die Schnelligkeit, die dann sehr darunter leidet. Matrosen, die dann versuchen, panisch die Seile zu kappen, die Taue abzuschneiden, damit dieses Teil des Schiffes nicht mehr behindert, den anderen auch den Wind aus den Segeln nimmt. Achmat. Ich brülle dann zu der Rotzenmannschaft noch: Los, weiter durchrotieren! Denn wir haben ja noch eine Unbesetzte hier rumstehen.
Achmar hat noch eine mittlere Rotze, die auf der... Damit will Achmar nichts zu tun haben. Ja, du kannst jetzt würfeln, Mann. Ja, okay, ich würfel, sorry. Kann ich da... Wir haben jetzt mit der linken, mit der hier noch nicht geschossen, ne? Genau, entweder mit der, das ist die leichte, oder du kannst auch oder diese hier nehmen, genau. Also sonst würfel ich das mit den NPCs durch, weil... Ne, ja, okay. Kann ich ja auch machen, dann ist das langweilig. Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass hier Achmar damit nichts zu tun hat. Stern von Teasel kann ich damit nicht erwischen, nehme ich an. Doch, 500 Meter noch. Von da aus kannst du auf alle Fälle auch hier rüber schießen, die ist ja erhöht. Alles klar, ja gut, dann mache ich das. Da. Aber voll daneben. Gut. Ja, die Schiffe, den Blutrochen kannst du jetzt auf alle Fälle mit einer gelungenen Seefahrtsprobe, kannst du die fangen, du bist ja oben am Steuerbaum, kannst du dann das Schiffsmaul nehmen, während die anderen ja noch nicht gebunden sind. Effards blutiges Herz fährt auf der linken Seite von euch vorbei, genauso wie die Hammerhai, und die Stern von Teasal bleibt in der Entfernung und wird weiter ebenso wie ihr nachladen und feuern. Zumindest sind jetzt die Hammerhai und auch die Effards blutiges Herz so dicht an euch heran, denn ihr braucht ungefähr 2 Minuten, um die Geschütze nachzuladen, dass ihr in dieser Reichweite nicht mehr schießen könnt. Ihr seid zu hoch. Was ist denn mit den beiden Geschützen, die unbemannt erstanden, die nur neu bemannt werden mussten? Da kannst du dann auf alle Fälle nochmal versuchen, die Efforts blutige Herz versuchen zu treffen. Das sind nämlich 2 mittlere. Wir müssen die natürlich durchrotieren, einmal schnell nach hinten laufen, zielen... Das wird natürlich schwer, so, dann schauen wir uns nochmal an. Ja, können wir die Sterne von Teasel aber auch mit den anderen Ersatzgeschützen beschießen. Die ist ja auf Entfernung geblieben. Ja, also die könnt ihr weiter befeuern, wenn ihr jetzt mit eure Geschütze... Die wollten wir sowieso befeuern, das ist auch Jalans Plan gewesen. Genau, richtig, aber ihr hattet noch eine, die noch nicht die noch gar nicht benutzt wurde, und die sollte jetzt... Ja, die ganz hinten wird nicht benutzt. Nein, wir hatten den Helmenport, haben wir doch noch 2 aufmontieren lassen, die hast du noch nicht aufs Dings gesetzt. Haben wir doch ganz am Anfang noch richtig, aber richtig, die habt ihr, glaube ich, noch nicht positioniert, ne? Es waren die beiden von Unterdeck, die wir in Buron gelootet hatten. Richtig, ihr hattet eine verkauft und 2 aufgenommen. So, Reichweite wäre dann extrem nah, -2. Sichtbehinderung habt ihr nicht. Mehrere Geschütze zu einer Batterie zusammengefasst habt ihr auch nicht. Schwere See ist es nicht. Ziel hat sich bewegt, bla bla. Dann ist das ein Schuss... Das ist aber auch ein Steilschuss, und zwar nach unten. Das ist jetzt auf die 14. Ihr trefft auf die 14 mit der leichten Rotze. Also das ist jetzt die leichte hinten, oder wie? Nee, das ist diese hier. Die hatten wir noch gar nicht. Die habt ihr noch nicht, genau. Die laufen jetzt von hier, laufen die hier rüber. Und diese wird jetzt so geschossen, damit ihr die erfasst. Die war aber schon besetzt. Die hat auch Mannschaft dran. Ja, okay, dann kann die jetzt noch schießen. Wie gesagt, dann hau rein. Das wäre ein Treffer. 11. Und die andere hier hinten könnt ihr aktuell nicht, weil, naja, wie wollt ihr da hinten hinrennen? Das geht um die beiden. Richtig. Es geht um die beiden neuen, die du noch nicht auf die Arche gesetzt hast. Wo sollen die hin? Die stehen natürlich auf dem Vorderdeck. Hier oder wie? Ja. Ja, aber da fehlt dann, wie gesagt, die Mannschaft, die müssen dann hin und her rennen. Vermutlich immer noch schneller als nachladen. Dann gib mir noch mal, Ömer, gib mir noch mal ein W20 auf die 14. Und schon wieder daneben. Ömer bringt kein Glück. Was war das? Ja, ihr könnt erkennen, wie das eine Schiff im Maul der Arche verschwindet. Säure läuft heraus, blutiger Schaum, der sich jetzt nach und nach bildet, um das Schiff dann zu halten, zu fressen, aufzulösen. Achmar gibt natürlich dann an Xyleste die Befehle weiter, dass die Mannschaft hier verschont werden soll. Dieses Schiff ist zumindest aus dem Rennen genommen worden. Mit den anderen sieht es allerdings merkwürdig aus, denn die ankern, und zwar machen die an der borkigen Haut von euch fest, und ihr könnt erkennen, wie da jetzt auf der einen Seite Männer nach oben klettern und auf der anderen Seite sich irgendjemand im Rumpf der Arche zu schaffen macht. Ich würde jetzt gerne das Entermanöver führen. Weil wenn wir genau über dieser Arche sind und die beiden Schiffe mit den Beinen praktisch eingekesselt haben, dass sie sich nicht wegbewegen können, Achmar zu brüllen, lass die Arche sinken! Und dann mit der einen Entermannschaft nach rechts auf die Hammerhai, und dann muss jemand anders deine zweite Entermannschaft nach links führen.
Die führe ich natürlich. Kurze Frage, wo sind meine beiden Sklaven? Die habe ich von Kuntium noch nicht mit rübergeholt. Müsstest du mal machen. Egal, die sind bei mir oben in dem Steuerraum. Jo, alles klar. Gut, hier auf dieser Seite laufen jetzt die Seesoldaten mit Enterhaken nach oben. Das ist ein klassisches Entermanöver, muss natürlich nach oben geführt werden, aber als Matrosen bzw. Seesoldaten sind die natürlich auch gewohnt zu klettern. Ja, wunderbar, das nutzen wir doch aus. Die schicken die Enterhaken nach oben, verhaken die, klettern die Seile hoch, wir schnappen uns die Seile und rutschen die mit Füßen voran hinab und setzen uns unsere Stiefel in deren Gesichter. Gut. Wie viele vom Falkenbanner sollen darüber? Ich nehme die ganzen 50 Mann mit. Die ganzen 50? Dann bleibt Jalan wie viel? 100. 100. Im Unterdeck? Richtig, ich nehme mir die und auf ins Unterdeck. Also es werden 25 hier oben bleiben und der Rest kommt mit und durchkämmt das Unterdeck. Gut, dann kannst du, als du die Treppe nach unten kommst, erkennen, wie hier eine Formation entsteht. Irgendjemand hat sich hier wohl durchs Unterdeck geschmolzen und vor dir stehen Humeria. Gigantische Krieger, Hummerwesen mit gigantischen Scheren, die deine Köpfe zerbeißen können, Plattenrüstung knacken. In ihren Händen, die sie zusätzlich zu den Scheren haben, führen sie dicke Lanzen. Sie sind hier zur perfekten Formation aufgestellt. Hinter ihnen kannst du merkwürdige Fischwesen erkennen, die du bisher noch nie gesehen hast. Sie führen ebenso lange Spieße und führen diese über die Formation der Humeria. Was das für Wesen sind, werde ich dir nicht verraten. Dahinter Seesoldaten mit Armbrüsten, die jetzt, wenn ihr die Treppen nach unten stürmt, mit euch auf Armbrüsten schießen. Ich bin natürlich sofort reagiert. Zusammenbleiben, die Schilde hoch, in die Engstellen! Irgendjemand wird gepackt. Auf hoch, schick mir ein paar Schützen runter! Unsere Schützen sollen natürlich auch während des Entermanövers die Feinde behaken. Dann die Schilde oben wird vorgerückt. Hilft nichts. Gut, würfeln wir mal eine Sinnenschärfe, Jalan. Kiaras kann oben eine Kriegskunstprobe schmeißen. Ömer wird sich wahrscheinlich an den Rand stellen und selber mit dem Bogen schießen weiter, ne? Ja, Ömer würde sozusagen hier irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hier am Rand stehen, hier am Oberdeck und dann sozusagen hier rüber schießen können, schon mal die Leute hier hochklettern und gleichzeitig sagen hier Karinor Kiaras unterstützen dabei, indem er schon ein, zwei Leute, die vielleicht dann vom Wundschmerz vielleicht runterfallen, dann eben beim Kurzbogentreffer dann eben aufschreien. Was tun die beiden Magier? Ihr könnt erkennen, dass bisher keine Dämonen zu sehen sind. Eldan, wollt ihr hier oben bleiben, dann gehe ich nach unten. Können wir gerne so machen, mein Herr. Ja, ich würde mal dann oben bleiben und weiter nach Dämonen Ausschau halten. Ich würde die Treppe runterstürzen in Richtung Jalan. Den Kampfgeräusch nach, vermute ich mal. Ah, gut, da seid ihr. Brennt uns ein Loch in die Formation, damit wir durchstoßen können. Sind die schon irgendwie positioniert im Unterdeck? Oder riecht die gerade nicht? Oder? Also, die gerade? Meine Leute stehen hier. Ach, da. Ja, König, von Jalan sehe ich noch gar nichts. Ich, ja, haha. Sekunde. Um hier runter. Soll ich Söldner auch runterziehen? Du, also ich hab alle Söldner, die irgendwie da sind, ja, das Problem ist, Nein, hast du nicht. Auf dem Oberdeck fehlen uns die 100 Mann aus Kunchon. Ja, dann kopier sie dir. Es gibt in 100 Kunchon keine 100 Mann, weil du für die keine Token gemacht hast. Ja, dann kopiert er das leichte Adlerbanner. Das sind, Moment. Das ist falsch. Ja, das hier kopieren, oben. Das ist doch 40. Hier oben. Dann schreibst du runter einfach 100. 50, 50. Das sind zwei Söldnereinheiten. Die sind das, ha. Da, zwei Stück. Ja, schaffen wir runter 50, dann passt das. Aber kleiner. Also ich habe mich drum bemüht, genau. Ich habe es nicht gesehen. Und die einen halten hier mit dem die Stellung, die anderen rücken einmal um das Schiff vor, um dann hier seitlich rumzukommen. Jalan, dir als Kommandanten hast natürlich gerade irgendwie alle Hände voll zu tun, da deine Leute zu managen. Du kannst aber auch erkennen, dass in deinem Schiff an einem Loch oder dass in deinem Schiff ein Loch klafft, was da nicht hingehört. Leicht nach oben als Tunnel gebrannt. Wo? Oh, hier hinten. Genau hier hinten. Gut, kann ich die anderen noch zurückpfeifen oder sind die jetzt schon außer Sichtweite?
Deine Einheiten stehen jetzt hier und gehen Informationen auf die... Stehen beide hier. Dann wird eine hochgeschickt zu diesem Loch. Ich will inzwischen eine Ignisphäre vorbereiten. Ignisphäre. Aktion. In die Mitte. Dorthin. Das dauert natürlich jetzt richtig lange, bis die dann einmal genau außenrum hier, 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 hier und dann irgendwo ganz lang hier einmal durch die Klaschembe laufen, bis sie hier runterkommen. Ja, schneller geht's nicht. Ja, ich wollte nur sagen, also je nachdem, wie ihr eure Arche baut, anlegt, Treppen reinzeichnet, kann das einfach oder schnell erobert werden. Deswegen drücken wir jetzt relativ schnell, damit die ihr Loch nicht nutzen können. Ich warte im Grunde nur darauf, dass Eldan zaubert und dann wird gestürmt. Hammel mir. Ja, sorry, meine ich ja. Sekunde. Eldan, noch irgendwas tun? Es sieht immer noch nicht nach Dämonen aus. Bisher nicht, kein Anzeichen. Ich möchte mir jetzt mal... Also, wie hoch sind wir über deren Schiffen? Ihr habt euch gerade niedergelassen, ihr seid auf der Wasseroberfläche. Okay, also kann ich deren Schiffe ganz normal sehen einfach. Ja. Ich möchte mal Ausschau halten nach... Fällt nicht Magiern, Paktierern, tropft aus irgendwem Unwasser, sieht irgendwer so aus, als hätte er einen Tentakel am Hinterkopf. Tentakel im Hinterkopf kannst du zu einem aktuellen Zeitpunkt noch nicht sehen, nein. Okay, also ich sehe niemanden, der aussieht wie ein Paktierer. Die Kämpfe da unten bei Kiaras Karinor werden ziemlich blutig geführt, aber von oben nach unten herab werdet ihr das sicherlich schaffen. Das ist ziemlich fies. Wird da sicherlich einige Verluste geben die, gegen die feindlichen Seesoldaten, aber Paktiere kannst du da zumindest auf dieser Seite nicht ausmachen. Okay. Was tut Ahmad oben im Steuerbaum? Du hast aktuell nichts mehr zu tun, dein Schiff steht still. Na, Ahmad läuft jetzt mal erstmal hier oben raus, um zu schauen, wie die Lage ist. Ja, hier unter dir liegt irgendwo ein Schiff, das ist allerdings mittlerweile vollkommen leer. Und hier liegt. Wie hoch ist das? Das ist unter dir, weit unter dir, mehrere Stockwerke. Ich habe das ja schon mal gemacht, aber heute nicht. Ja, egal. Erzähl weiter. Ja, und wie gesagt, hier liegt auch noch ein Schiff. Und das ist nicht leer, sondern das ist immer noch voll. Du hast hier vorne im Maul hast du noch ein Schiff. Das ist auch noch bemannt. Und ziemlich weit hier hinten, da liegt auch noch ein Schiff. Das ist, wie gesagt, wird jetzt gerade beladen. Rotzen werden gestopft. Und da versucht man dann auf euch zu schießen. Das ist die Stern von Teaser. Alles klar. Dann rennt Ahmad jetzt nach unten. Und wird seine beiden Kampfsöldner natürlich mitnehmen. Dann hol sie die aus Kuntio. Alles klar. Ich sehe die Karte aber nicht. Dann mache ich das schnell. Gut, hat der Elder noch irgendwas vor? Irgendwie sich in die Kämpfe einbringen? Weitere Dämonen kannst du weiter nicht erkennen? Ich renne, also auf beiden Seiten von uns liegt ein Schiff, korrekt? Ja. Und rechts ist jetzt Karidor mit seinen Soldaten am Entern. Was macht das linke Schiff? Also ich darf da mal hin. Das linke Schiff ist komplett leer. Okay. Kann ich mir erklären, wieso, oder ist das einfach leer? Die sind wohl in das Schiff reingeströmt. Ach so. Okay. Ja, dann gehe ich jetzt in Richtung Karidor und gucke, ob ich da irgendwie zauberhaft unterstützen kann. Also ob ich das überhaupt für nötig halte oder ob unsere Truppen sowieso schon gewinnen und ich da jetzt nur ASP verschwende. Das ist ein blutiger Kampf, du kannst auf alle Fälle unterstützen, sonst werden die da viele Verluste eventuell erleiden. Schauen wir mal nach, wir können eine Kriegskunstprobe werfen. Der Kommandant von den anderen wird wohl ja sowas wie Seekämpfer haben. Der würfelt auf die 13, 13, 13 mit THP-Stern 10. Kann Kiaras eine konträre Probe machen? Ich habe meine gemacht. Ich hatte 14 über. 14 über, gut. Dann sieht das so aus, als ob da gewonnen wird und ihr werdet so um die 20% Verlust haben. So könnte es zumindest sein. Das sind dann nicht echte Tote, aber Verletzte. Gut. Ich hoffe, irgendwer anders ist auf das andere Schiff gesprungen, um den Feind in den Rücken zu fallen, aber das kann ich ja leider gerade nicht sagen.
Ömer steht an der Stelle? Ömer steht an der Stelle, schaut, also nimmt sich auch manchmal, was ich, wenn er 2-3 Mal geschossen hat, nimmt er sich eine Orientierung und orientiert sich einmal, statt nachzuladen, und lädt erst dann nach. Also sprich, dass er dann auch mal den Rundumblick nochmal hat. Aber mehr kann er da nicht tun, als schießen und Kiaras unterstützen. Und ja, wenn jetzt andere Befehle kommen würden, würde er anderes tun, aber erstmal nicht. Okay. Ahmad, wo bist du? Hier? Ahmad rennt gerade den Steuerturm runter. Ja, dann komm an. Alles klar. Deine Söldner haben wir auch schon hingezogen. Wunderbar. Dann würde ich mir nochmal kurz einen Blick machen, ob wir hier gerade irgendwo überrannt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt nicht, aber du kannst wohl gerade erkennen, das ist für dich ziemlich offensichtlich, dass in dem Loch, in dem Oberdeck, beziehungsweise in dem Oberdeck entsteht ein Loch. Als ob es aufgeschmolzen wird, und dann kannst du erkennen, wie Einheiten hindurchströmen. Wo Merrie? Wo denn im Oberdeck? Moment. Genau hier. Plötzlich, das ist doch gutes Timing. Plötzlich stehen auf dem Oberdeck drei Humeria-Krieger, die hier ziemlich riesig sind und sich diesmal ohne Formation, also nachdem sie aus dem Loch gekommen sind, sich dann auflösen und dann einmal von hinten in das Falkenbannerfeld, die dann noch nicht gleich runtergestiegen sind, Seile irgendwie gekappt werden, damit man dann Kiaras den Rückzug nicht mehr lässt, und auch irgendwelche Fischwesen, die dann ebenso hinausdrängen, und dann ja, die ersten zwei, die sich mit großen Speeren auf dich werfen. Da ist aber auch ein Altar, also Ja, der Altar ist weg. Der ist zersplittert, und mit einem zufriedenen Grinsen kannst du erkennen, wie wohl jemand mit drei Spitzen nach oben steigt, ja, sich einmal triumphierend auf dem Oberdeck anblickt und dann ziemlich zielstrebig in diese Richtung läuft. Okay, und diese beiden Wesen, Froschwesen, kommen auf mich zugerannt. Genau. Erledigt sie, sage ich zu meinen beiden Sklaven, und deute auf die beiden Typen, die auf mich zurennen. Und wir fangen jetzt mit Initiative an. Und zwar, das können wir natürlich auch machen, handeln wir jetzt an Kampfrunden. Genug der Vorbereitung. Wartest du wieder mit der Initiative, dem Initiative-Rat hier? Genau, machen wir genau so. Schieb ich da mal einen Topf mit auf die Bühne. Die 50 Söldner, die Yalan quer hin und her geschickt hat, die sind noch nicht da. Die werden irgendwo in der Mitte des Decks stehen. Die stehen jetzt irgendwo hier, haben jetzt auch gerade so einen kleinen Tunnel entdeckt und ja. Wissen nicht genau, was sie tun sollen, diesen Führer los. Ich hatte vorhin gesagt, dass es nur 25 sind, weil die anderen auf dem Oberdeck stehen. Immer noch. Das ist richtig, stimmt. Entsprechend werden die Humeria wohl ein bisschen mehr zu kauen haben. Ich hatte unten schon die Ignisphäre gewirkt, oder? Das habe ich gesehen. Das sind okay. 14 plus wie viel? Plus 1. 15. Dann sind das in die Mitte, aber wie genau. Gesagt, und dann jeweils ein Würfel weniger. Ja, schauen wir mal nach. Können wir alles einzeichnen? Wie viele Meter sind das? Fünf. Von mir aus sind es in die Mitte 16 Meter. Ja, fünf Meter, nee, das reicht, genau. War ich auch auf Initiative würfeln, da sitze ich auch noch ein Schiff fest? Nee, alle. Alle einmal Initiative. Das ist jetzt nämlich wichtig, wer wo gerade feststeckt. Die unten haben sich hier einfach gerade verbissen. Das ist eine schöne Schildfront. Ab und zu fliegt mal eine Armbrust von hier nach da. Yalan steht hinten und kommandiert. Du hast gerade deinen... Ja? Der Plan war, dass wir halt erstmal nicht reingehen, bevor der Feuerball da ist, weil wir nicht gerüstet werden möchten. Das ist okay. Gut. Aber du kannst es dir wenig aussuchen. Ansonsten drückt nämlich die Humeria gerade vor. Wenn du halt dich zurückziehen willst, also nehmen wir an, deine Söldner stehen hier an der Treppe und du siehst, wie diese in Formation vorrücken, dann kannst du diese aufhalten. Entweder an der kleinsten Stelle, ja, oder halt nicht, dann überspringen. Wenn die vorrücken, wird halt gegengestellt. Ja, genau, das meine ich eben. Weil dann gesagt haben, dass sie uns da jetzt nicht reinwerfen, während Eldern am Zaubern ist. Aber ja, man kann ja den Zauber steuern irgendwie. Heißt, genau. Er landet genau in der Mitte und dann geht er irgendwann los. Genau das. Und du weißt auch nicht, dass er zaubert. Er steht dann irgendwo hier auf dem Schiff. Das ist ja alles sehr viel später danach passiert. Ich hab's ihm ja befohlen. Aber sie sehen doch die Feuerkugel, oder? Ja, genau. Aber die setzt du dann so, dass sie eben nicht auf die Söldner kommt, sondern eben dahin. Genau.
Du kannst ja vor allem den Feuerball währenddessen er fliegt steuern. Das heißt, wenn genau. der Zauber gelingt, in dem Moment steuerst du den. Das heißt, du kannst ihn hinter die Söldner steuern, in die hinteren Reihen von denen. Nur genau. mir ist jetzt einfach nur wichtig, dass die Söldner nicht, wenn du sie nicht da haben willst, sondern plötzlich stehen sie hier hinten. Das geht nicht, Jalan. Ich habe sie jetzt extra hier an der geringsten Stelle habe ich sie hingestellt. Sonst überfluten sie euch einfach. Dann können sie euch auch umkreisen. Ich wollte halt nur mal darauf hingewiesen haben. Gut, habt euch auf Positionsbrett geschoben. Ich würfel nochmal 1W6 für die Feinde, dann handeln nämlich alle gleichzeitig. 1, das ist gar nicht so gut, dann muss ich anfangen. Ich fange im Unterdeck an. Die sind ziemlich zufrieden. Die Seesoldaten laden einfach immer nach. Die haben hier kein hehres Ziel. Die wollen einfach nur hier stehen und euch aufhalten, euch binden. Das kann Jalan mit einer Kriegskunstprobe auch erkennen, dass da einfach nur auf Zeit gespielt wird. Im Oberdeck kannst du hören, wie dort Schreie klingen. Das ist das, was die hier unten machen. Die Homeria wollen hier genauso binden und einfach nur auf Zeit spielen. Ich möchte vorziehen. Ja. Ich würde gerne, also ich weiß nicht, wann meine beiden Sklaven handeln, aber ich würde mich gerne hier hinstellen und dem Kapitän da den Weg versperren. Okay, genau, das habe ich ja eben angesagt. Der Kapitän, also die Homeria binden diese Garde hier und die Zeniten haben dich angegriffen. Da müsstest du natürlich jetzt 2 Passierschläge nehmen, ansonsten kannst du da nicht hin. Ach so, die haben mich schon gebunden. Die wollen dich binden, genau, die sind auf dich zugelaufen und der Kapitän geht jetzt in Seelenruhe, geht er jetzt hier rüber und würde ganz gerne in diesen Raum. Aber wenn ich sehe, dass sie auf mich zurennen, kann ich doch meinen beiden Sklaven sagen, dass sie sich um die kümmern sollen oder nicht. Okay, dann gehen deine beiden Sklaven gegen die Zeliten. Genau. Gut. Genau, und dann würde ich den Kapitän da... Genau. Okay. Ja, der Kapitän, wie gesagt, da und die Zeliten hier, die haben also auch kein hehres Ziel, die sind alle nur am Binden. Das ist meine Aktion. Ich bin bei der 11. Eldern, 14. Ich, diese 3 Homeria reiben aber das Falkenbanner deutlich auf, oder? Dadurch, dass sie zurzeit nicht wirklich damit gerechnet haben und viele auch schon nach unten gestiegen sind, da wird auf alle Fälle ziemlich hart gerieben. Und du stehst noch oben und du hast gleich gar nicht mehr so viel Platz, um irgendwie noch wegzuweichen. Gut, dann bereite ich den Ignifaxus Flammenstrahl vor. Gut. Halbe Zauberdauer halt. Ja, halbe Zauberdauer, 2 Aktionen. Ja, dann 17. Ich rufe nach hinten. Amelmir, sieh zu! Und dann wird vorne halt ein bisschen angeschoben, aber wirklich in die Spieße reindrücken möchte ich gerade auch noch nicht. Von daher, Zitzkrieg. Kiaras möchte auf welche Position? 20. Ich glaube auf 25. Immer möchte vorziehen mit 23? Ja. Immer, der den Kampfeslärm auf dem Oberdeck bei uns auch noch hört und wahrnimmt ja, dass hier das nicht nur von da unten kommt, möchte ganz gerne hier hinrennen, dann hier hin, dann die Treppe hoch, um dann auf dem Oberdeck zu sein. Mhm. Und sich dann hierhin begeben, wenn das noch geht. Also wenn ich hier rauskomme, das waren jetzt 24 Meter. Der Turm existiert nicht mehr. Was denn? Das Oberdeck hier existiert nicht? Der Turm ist weg. Ja, es gibt kein richtiges Geländer mehr. Das ist durch die Seeschlange weggedrückt und es gab wohl noch, das kannst du. Ja doch, du kannst da hingehen. Es gab noch ein zweites. Kann ich aber sozusagen von hier runterschießen oder was, weil hier doch vielleicht so ein Stückchen Turm ist, wo ich drauf stehen kann, oder was? Ja. Gut, dann möchte ich ganz gerne das machen. Generell von der Anzahl der Entfernung kriegst du das mit einem Sprint hin, also 2 Aktionen Sprint hin. Mal schauen, ob ich es noch hinbekomme, auf diesem abgewrackten Turm mit einem Sprint hinzubekommen. Das Problem, genau, gib mir mal eine Körperbeherrschungsprobe oder Athletik, erschwert um 10, damit du in einer bzw. in 2 Aktionen Sprint eben auch die Treppe hochsprinten kannst. Ja, man gibt mal 3 ASP aus für Körperbeherrschung, um das um 6 zu erhöhen. Das heißt, noch 4 Punkte Rest erschwendet, die trage ich ein.